Heute ist der 27. Juni 2024. Deutschland hat endlich ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht. Heute tritt dieses neue Staatsangehörigkeitsrecht endlich in Kraft. Und mit diesem neuen Gesetz ist es möglich, dass wir einen Doppelpass haben können. Das war lange Zeit nicht möglich. Man musste hier geboren sein. Man musste sich auch mal entscheiden mit 18. Das hat man dann wieder abgeschafft. Aber für alle Menschen, die schon vor Jahrzehnten eingewandert sind, wie zum Beispiel meine Eltern, die konnten keinen Doppelpass haben. Und warum ist es möglich, einen deutsch-französischen oder deutsch-italienischen Pass zu haben? Aber wenn es um Deutsch-Türkisch geht, ging es eben nicht. Das ändert sich heute. Das ist die gute Nachricht für heute. Und als Integrationssenatorin möchte ich auch betonen, es ist auch eine Anerkennung und Wertschätzung der sogenannten GastarbeiterInnen-Generation, weil insbesondere für diese Gruppe es keinen Einbürgerungstest gibt, weil diese Gruppe auch schon älter ist. Mein Vater ist zum Beispiel über 80. Der könnte diesen Test gar nicht mehr machen, ehrlich gesagt. Und es gibt auch bei den Deutschkenntnissen Erleichterungen, große Erleichterungen für diese Gruppe. Deshalb freue ich mich sehr und freue mich natürlich auch darüber, dass politische Teilhabe auch möglich ist.